Die erste Frage, die man mir stellt, ist, bist du froh, aus dem Labyrinth raus zu sein, nicht mehr rennen zu müssen? Es ist so witzig, denn wir rennen nicht einfach nur. Wir rennen durch Sandstürme und erklimmen Dünen. Wir waren körperlich sehr aktiv. Wir schmissen uns auf den Boden, weil Dinge explodierten. Es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Es war eine ganz neue Erfahrung für mich, weil ich noch nicht so viele Actionfilme gemacht habe. Es tut weh, aber ich glaube, das ist Teil der Reise, auf der sich all diese Kids befinden. Es war ziemlich hart. Wir mussten Dingen ausweichen, wegen der Explosionen um uns herum und viel rennen. Noch mehr als beim ersten Teil des Films. Ich glaube, dass sie einfach nur versuchen zu überleben und sie verlieren einige gute Freunde, aber sie sind zu hartnäckig. Ich glaube, das ist es, was sie auszeichnet. Man folgt ihnen auf ihrer Reise und entdeckt alles so, wie sie es entdecken. Es sind Kinder, keine Superhelden. Und das macht die Geschichte zum größten Teil aus. Ein Zuhause ist das, was wir suchen. Die ganze Filmreihe ist eine tolle Mischung aus Menschlichkeit und Action. Ich glaube, das ist das Aufregende. Maze Runner, die Auserwählten in der Brandwüste. Ab Donnerstag, den 24. September, nur im Kino. In 3D.